Ich spreche jetzt mit Herrn Fred Klein. Er ist ein ganz besonderer Besucher hier bei uns im Chaco. Und ich möchte ihn jetzt zu Beginn einmal bitten, dass er vielleicht sich selbst einmal kurz vorstellt, damit wir wissen, woher er kommt. Ja, okay, mein Name ist Fred Klein. Ich habe den größten Teil meines Lebens in Deutschland gelebt. Ursprünglich bin ich in Australien geboren, von deutschen Eltern, die in den 50er Jahren ausgewandert sind. Habe meine Jugend, die ersten 7 Jahre meines Lebens in Australien verbracht, bin dann aber mit meinen Eltern wieder nach Deutschland gegangen. Ich hatte noch 3 andere Geschwister und habe da dann mein Leben eigentlich verbracht, bis ich im Alter von 44 Jahren eben mir einen Kindheitstraum erfüllen wollte, mit dem Motorrad um die Welt zu reisen. Und wie kommen Sie jetzt zu uns hier in den Chaco, auch mit diesem Motorrad? Ich bin mit dem Motorrad hier im Chaco angelangt, nicht mit meiner BMW, mit der ich in Deutschland gestartet bin, sondern mit meiner Kawasaki KLR 650, die ich als zweites Motorrad in Australien mit zugelegt habe, weil die BMW nach 230.000 Kilometer repariert werden musste und die Kosten waren zu viel. Es war für mich günstiger, eine neue Kawasaki zu kaufen. Und wie kommen Sie jetzt überhaupt hier auf den Chaco? Wie kommen Sie dazu, Paraguay zu besuchen? Also, ich habe durch alte Freunde aus Deutschland, Alvin und Siggi Müller, die hier ja seit den 90er Jahren, glaube ich, schon leben, meine ich, so ungefähr, habe ich mal irgendwann eine Einladung gekriegt, wie ich 2005 aufgebrochen bin zu meiner Weltreise. War ein Freund von mir, der Dietmar Müller, kleinste Bruder von Siggi Müller, auf meiner Abschlussfeier und er hat seine Schwägerin, die Alvine, mitgebracht zu meiner Abschlussfeier und die sagte, wenn ich mal in Paraguay bin, soll ich vorbeikommen. Und das hat sich jetzt ergeben und es war dann noch zur silbernen Hochzeit von beiden. Ja, so bin ich hergelangt eben. Ja, ein wunderschöner, glücklicher Zufall. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Können Sie uns vielleicht, auch wenn es jetzt schwerfällt, das kurz zusammenzufassen, aber vielleicht mal eine grobe Zusammenfassung Ihrer Reise geben und vielleicht von ein paar Besonderheiten, ein paar Höhepunkten, von denen es wahrscheinlich viele gegeben hat, einmal erzählen. Ja, okay, ich bin in Deutschland gestartet, bin so ein bisschen Richtung Osten gefahren, Baltikum, Russland. Da habe ich hin und wieder schlechte Erfahrungen mit korrupten Polizisten gemacht, die einen einfach stoppen, eine Radarpistole mit einer unmöglichen Geschwindigkeit vor der Nase haben, dann eben US-Dollar haben wollten. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich ohne Zahlen weiterkomme. Es ging dann weiter Richtung Georgien, also Kaukasusregion mit dem Motorrad, dann über Asien rein, Iran, Pakistan, Indien, nach Südostasien. Höhepunkte hat es viele gegeben. Jedes Land hat gute und auch schlechte Sachen. Da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Nepal war für mich ein sehr schönes Reiseland, weil ich konnte die 8000 Meter hohen Berge, der Himalaya anstand, quasi sehen und als Deutscher, ich habe im norddeutschen Teil von Deutschland gelebt, das ist alles sehr, sehr flach, da sind Berge doch sowas Besonderes, gerade wenn man auch mit Motorrad unterwegs ist. Asien hat mich im ersten Moment ein bisschen geschockt, schon wie ich nach Indien reingekommen bin, die extreme Überbevölkerung, Fahrzeuge, Fahrräder, alles was sich auf der Straße bewegt, ist also wirklich enorm, man muss gute Nerven haben und ruhig bleiben, das fiel mir manchmal sehr schwer, ich bin also manchmal ein bisschen nervös geworden, bin auch ein bisschen lauter geworden gegenüber manchen anderen Verkehrsteilnehmern und das blieb aber dann die gesamte Zeit in Asien so und Indonesien, wenn man eine gewisse Zeit in diesen Ländern reist, dann ist man mit den Menschen unter einesgleichen. Man kennt deren Gewohnheiten, man weiß, wie man sich im Straßenverkehr verhalten muss. Indonesien war ähnlich, ist eine sehr große Inselwelt. Extrem bevölkert und wie ich dann in Australien angekommen bin, zu dem Land, wo ich hier eigentlich in den Anfang der 6 Jahre geboren bin, ist alles weit auseinander, da sieht man kaum Menschen. Da ist man manchmal tagelang unterwegs und man sieht keinen einzigen, und außer einem Tankstand, die es dann da gibt. Und, ja, Highlights hat es viele gegeben und für mich als Motorradfahrer sind immer Berge und Kurven und nicht asphaltierte Strecke. Das habe ich in Deutschland so oft gehabt. Da hat man Schwierigkeiten gehabt, eben Pisten zu finden und das ist so mein Ding auf der Reise jetzt, dass ich versuche, viele Strecken, also nicht nur auf Asphalt zu fahren, sondern auch auf Gravel Roads und sandige Ecken und so. Und wie organisieren Sie sich jetzt auf Ihren Reisen? Es gibt ja auch viel bürokratische und dann vor allem auch technische Sachen, wie zum Beispiel Motorrad muss repariert werden. Wie organisieren Sie das alles?
Also die Visum, die besorge ich mir im Vorfeld. Viele Länder haben heutzutage schon, wenn man mit deutschen Reisepass unterwegs ist, die Möglichkeit, bei Grenzeintritt ein 3-monatiges, 90-tägiges Visum und sonst zu bekommen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, verlasse ich das Land und komme dann wieder über eine andere Grenze rein, habe dann wieder 3 Monate. Mit meinem Motorrad ist es so, ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich habe mir das mal irgendwann selber beigebracht, meine Motorräder fahrbereit zu halten. Wenn ich Probleme habe, kann ich mir eigentlich selber weiterhelfen. Manchmal muss ich eine Werkstatt aufsuchen, weil ich gewisses Werkzeug nicht mit habe, Spezialwerkzeug. Da gehe ich dann aber direkt auf die Werkstätten drauf zu, sage, dass ich Weltreisender bin, ich müsste eure Werkstatt nutzen, kann man da was machen, ich habe nicht so viel Geld. Ich bezahle die Teile, die ich brauche, Öle, Filter und den ganzen Kram. Und man öffnet mir wirklich die Türen, wenn ich so komme. Und man ist auch hilfsbereit, hilft mir dann, wenn ich ein bisschen Schwierigkeiten habe. Und ich habe auch nicht den extremen Sachverstand eines Zweiradmechanikers, aber ich kann mir schon sehr gut helfen. Und das sollte man schon auch, wenn man solche Reisen macht. Ja, da haben Sie ja jetzt gerade einen besonderen Aspekt angesprochen, die Hilfsbereitschaft, also die menschliche Seite. Können Sie vielleicht etwas, Sie haben jetzt sehr viele Länder bereist, unterschiedliche Kulturen kennengelernt, was für Reaktionen erleben Sie, wenn die Menschen Sie treffen? Ja. Also überwiegend positive. Als Motorradfahrer habe ich den Eindruck, ist man bei den Menschen sehr gut angesehen. Die mögen das, die sehen, das ist jemand, der auf eigene Faust versucht, irgendwo durchzukommen, der vielleicht nicht das Geld hat, in den Ländern zu reisen, weil dann würde ich ja mit einem Auto reisen oder sonst was, weil das mit dem Motorradfahrer, das sind die untersten Kategorien, mit denen man eigentlich reist. Man ist dann also angesehen, dass man wirklich nicht so viel Geld hat, und die Leute sind sehr hilfsbereit, öffnen eine Türen. Die meisten Menschen in Asien zum Beispiel fahren selber nur Motorräder, weil die gar kein Geld haben, ein Auto sich zu kaufen, zu leisten. Und immer wenn ich stoppe, sind gleich mehrere Motorradfahrer um mich drum zugekommen und stellen dann Fragen, obwohl es mit der Schwierigkeit eben bestand, dass das mit der Kommunikation. Manchmal ging es nur mit Händen und Füßen, irgendwas gestikulieren, und man hat es aber verstanden. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Freude macht, so mit fremden Völkern, Menschen zusammenzukommen, sich mit Händen und Füßen zu unterhalten. Man spricht die Sprache nicht, und das ist dann, es wird teilweise angepackt. Wir Europäer haben ziemlich viel Behaarung auf dem Körper. In Asien haben die Menschen überhaupt keinerlei Haare, und dann kommen so Kontakte zustande, man packt sich gegenseitig an, das ist ein bisschen merkwürdig. Und viele Motorradfahrer, die ich unterwegs treffe, laden mich ein. So ist es hier eben auch in Paraguay passiert, dass ich bin jetzt bei Jimmy Buck untergekommen, der selber eine BMW R80 GS fährt, und vermittelt durch Alvine Müller. Und ich habe dann den hartmoderne alte BMW R69 S fährt hier schon kennengelernt. Jemand aus Philadelphia, der Nachbargemeinde, der auch eine 800er BMW fährt. Also die Motorradfahrer unter sich sind schon so ein Volk für sich selber, sehr hilfsbereit, und die sehen auch zu, dass keiner irgendwie unter die Räder kommt. Man hilft sich gegenseitig. Können Sie uns vielleicht einmal kurz ein bisschen beschreiben, was Sie so alles auf dem Motorrad mitnehmen? Was für eine Ausrüstung haben Sie mit? Also ich habe eigentlich alles mit, um mich für 5 bis 7 Tage, also eine Woche selbst zu verpflegen. Ich habe ein Zelt mit, ich habe Kocher mit, Geschirr. Ich nehme, wenn ich in Regionen bin, wo ich weiß, dass es keinerlei Versorgungsmöglichkeiten gibt oder wenig Versorgungsmöglichkeiten. Meistens sind es dann nur Tankstellen, wo man sich Lebensmittel kaufen kann. Und ich habe für 3 bis 4 Tage habe ich meistens Lebensmittel mit, Wasser auch, dass ich mich selbst verpflegen kann. Eine komplette Campingausrüstung, wassersturmdichtes Feld, ein Benzinkocher, weil Benzin habe ich am Motorrad, da brauche ich keine Gaskartuschen durch die Gegend schleppen. Und Reparaturwerkzeug für Reifen, die ich selber flicke, einen kleinen Kompressor, ein paar Schrauben, Kleinigkeiten, die man braucht, weil durch die Vibration auf den Pisten, Erdstraßen, teilweise verliert man schon die eine oder andere Schraube, das bleibt nicht aus. Und das sind eben Sachen, ich bin ziemlich stark beladen. Ich habe mir jetzt hier noch 2 große neue Aluminiumkoffer mitbringen lassen fürs Motorrad, und damit ich ein bisschen mehr Platz auf meiner Sitzbank habe, weil ich habe hinter mir mein Campingzeug in einer großen Gepäckrolle, und ich sitze eingefärbt zwischen Tankrucksack und meine Gepäckrolle. Und jetzt habe ich doch meine fast komplette Sitzbank zur Verfügung, um noch ein bisschen hin und her zu rutschen, wenn ich auf sandigem Untergrund unterwegs bin. Was uns jetzt noch einmal hier im Chaco immer ein bisschen interessiert, was haben Sie für einen Eindruck von den Menschen hier im Chaco? Es ist ja für viele Ausländer, Besucher, die hier hinkommen, doch immer sehr komisch, dass es mitten in einem spanisch sprechenden Land deutsch sprechende Bevölkerung gibt.
Also ich bin positiv überrascht gewesen, dass ich hier mit Deutsch zurechtkomme, egal ob es im Supermarkt ist, an der Tankstelle, wie ich hier reingereist bin. Habe ich an der ersten Tankstelle gestoppt, habe jemanden gefragt, ob hier jemand Deutsch kann. Es kam mir gleich jemand entgegen und der hat mir dann erklärt, wo meine Bekannten wohnen, wo ich hin wollte. Und ich finde das hier so ein bisschen so, ich habe ein starkes Heimatgefühl hier, als ob ich nie weg gewesen bin, obwohl ich schon seit 2005 nie wieder deutschen Boden betreten habe. Und es gibt ja auch ein Konsulat, der einige Sachen erledigen kann und es ist schön, die Menschen sind nett, zuvorkommend, hilfsbereit und es ist so ein bisschen Heimat hier, obwohl ich nie zuvor hier gewesen bin. Das freut uns, das zu hören. Dann sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, Heimat. Was ist das für ein Gefühl, so lange unterwegs zu sein und so weit weg von Freunden, Bekannten, Verwandten? Ja, das Gefühl, ich bin da jetzt nicht zum ersten Mal unterwegs. Also ich reise seit den End-70er Jahren als Rucksack, als junger Mensch mit Fahrrad, Campingzeug durch Europa und für mich ist es nichts Besonderes, dass ich jetzt so lange unterwegs bin. Ich habe maximal 6 Monate mal Urlaub gehabt, bin dann in Australien gewesen mit Motorrad und bei mir ist das Problem, dass ich 3 Geschwister habe, die in Australien leben. Meine Mutter ist auf meiner Reise vor 2 Jahren gestorben. Das war so ein Punkt, wo ich mir schon im Vorfeld der Reise Gedanken gemacht habe, was ist, wenn mit Mutter irgendwas ist. Mein Vater ist Jahre zuvor gestorben, bevor ich unterwegs war. Und dadurch, dass 3 Geschwister im Ausland bin, bin ich die Bezugsperson für meine Eltern in Deutschland gewesen. Das war immer so eine Sache, wenn was ist. Und die Situation ist dann eben eingetreten, dass meine Mutter verstorben ist. Ich habe sie aber noch in Australien gesehen, weil mein Bruder dort geheiratet hat und da ist unsere gesamte Familie nochmal zusammengekommen ohne den Vater und ein halbes Jahr später ist meine Mutter dann verstorben. Das war so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, Mensch, wärst du vielleicht doch mal nach Deutschland geflogen, weil ich habe die Information gekriegt, wie ich in Australien am Arbeiten war, aber meine kleine Schwester, mein Bruder sind rüber geflogen, haben sich ein bisschen umgekümmert und dann ist meine Mutter auf dem Weg zum Krankenhaus dann verstorben. Also, ja. Also man erlebt auch schon schwere Momente auf dieser Reise. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Ja, ja. Also natürlich bleiben auch Unfälle nicht aus. Ich habe einen Unfall gehabt, der von mir aus nicht zu vermeiden war. Ich bin in Neuseeland auf eine Piste unterwegs gewesen. Es kam ein Mähdrescher im Winter um eine Kurve rum, der beide Fahrspuren eingenommen hat. Ich bin dann nach links in eine Pampa reingefahren, bin natürlich weggerutscht, gestürzt und habe mir ein paar Rippen und Knochen im Handgelenk gebrochen. Aber das ist nicht so wild, das ist dann eben ein bisschen Reisestopp für 3-4 Monate und dann geht es wieder weiter. Und meine Geschwister leben in Australien, die ich dann eben gesucht habe während der Heilungsphase und das ist nicht so schlimm. Das sind alles Kleinigkeiten. Wenn ich hier stürze, so auf Pisten, Erdstraßen mit 40, 50, weil es dann zu sandig war oder so, da passiert meistens nichts. Dann hebe ich das Motorrad auf und dann geht es weiter. Und apropos, dann geht's weiter. Wie lange, wenn es überhaupt schon in Ihrem Kopf ist, wie lange planen Sie noch zu reisen? Wo soll es noch weiterhin gehen? Also von Südamerika, von Paraguay will ich wahrscheinlich nochmal einen Abstecher nach Argentinien machen, nach Salta, da bin ich noch nicht gewesen. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Ich werde auch noch mit Jimmy Bark ein wenig hier in Paraguay umherfahren mit unseren Motorrädern. Er will mir so ein paar Sachen in Ostparaguay zeigen und noch verschiedene andere Sachen, weil er selber auch nicht so viel zum Reisen kommt, aber jetzt kommt bald die Zeit, wo er Zeit hat. Das wäre irgendwann ab Mitte Oktober und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Bolivien steht noch auf meinem Plan, da bin ich zwar schon gewesen. Peru habe ich auch nur angekratzt, da will ich auch noch mal hin. Ein bisschen intensiver nach La Paz, Titicacasee und den ganzen Kram. Peru bis die Bergwelt, das ist eigentlich mein Ding, mit dem Motorrad in den Berge auf Höhen von 4000 Meter so umherzufahren und auch zu zählen und zu nächtigen. Kolumbien, Ecuador, ich weiß selber noch gar nicht, was alles noch im Norden von Südamerika kommt. Aber ich will so viele Länder, wie es möglich geht, eben bereisen. Und Zentralamerika, Nordamerika. Irgendwann wird der Punkt kommen, wenn ich in Alaska bin, dass ich mein Motorrad dann von dem nordamerikanischen Kontinent verschiffen muss. Und das wird dann nach Japan wohl sein. Dann kommt Russland, Mongolei, Zentralasien, das steht auch noch alles. Also es wird wahrscheinlich noch. Ich hoffe, das ist von meinen finanziellen Mitteln abhängig, dass ich so 3 bis 5 Jahre noch unterwegs sein werde, bis ich wieder in Deutschland komme. Und all diese Erlebnisse, zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann man jetzt schon in einem Buch nachlesen. Vielleicht können Sie auch einmal noch kurz Ihre Internetseite erwähnen und da kann man sich dann nähere Informationen zum Beispiel auch zum Buch holen.
die man sich hier auch in den Büchereien, in den Buchhandlungen, im Chaco teilweise bestellen kann. Dann kann man sich ja Bücher aus Deutschland bestellen und so kann man mehr über ihre Reise erfahren. Mhm. Ja, okay, erst was zu meiner Webseite, da kann man auch einige Sachen nachlesen. Ein Freund von mir hat die gestaltet und aktualisiert die auch in unregelmäßigen Abständen, wie er eben Zeit hat. Das ist www.fredontour.de, also www.fredontour.de. Ich habe während meiner Verschiffungsphase von Neuseeland nach Südamerika, die 2 Monate gedauert hat, ein Buch, was ich schon unterwegs während meiner Reise angefangen habe zu schreiben, vollendet. Es heißt Ungebremst um die Welt und kein Ende in Sicht. Da kann man einiges über meine Erfahrungen und Eindrücke, die ich gemacht habe auf der Reise von Deutschland bis nach Neuseeland lesen. Leute, die vielleicht Interesse daran haben, ich habe noch 2 Exemplare mit mir hier in Neuhauptstadt jetzt. Da kann man sich vielleicht hier an dich wenden oder eben an Jimmy Bark oder so, wo ich untergekommen bin, falls Interesse besteht. Und man kann es auch über einen deutschen Buchhandel bestellen. Es ist nur ein kleiner Eindruck. Ich schreibe nichts über die Länder. Ich beschreibe keine Städte. Es ist keine Reiseführer in dem Sinne. Es ist eigentlich aus dem Leben eines Motorradreisenden, der die Welt bereist. So. Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt abschließend würde mich noch einmal persönlich interessieren, wenn Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick erlauben dürfen. Wie verändert, wenn Sie das überhaupt schon jetzt sagen können, wie verändert einen Menschen eine solche Reise? Sie sind jetzt lange unterwegs, viele neue Eindrücke. Wie verändert das Sie selber? Ja. Also, ich bin garantiert viel ruhiger geworden, wie ich 2005 noch war. Das heißt, ich rege mich nicht über viele Sachen so schnell auf. Kleinigkeiten teilweise eben. Wir haben ein striktes Berufsleben in Deutschland, wo man wirklich zack, das und das muss heute noch fertig werden, so und so. Das ist Mist, das ist nicht akkurat und so Kram. In der Hinsicht bin ich jetzt nicht mehr so. Ich bin ruhiger geworden eben. Und viele Sachen, die ich unterwegs gesehen habe, dass Leute kommen am Motorrad rumfummeln, machen hier anpacken, da touchen. Da bin ich am Anfang noch ein bisschen, ich mochte das nicht. Das ist meins. Also du kannst gucken, machen, respektierst, aber touch nicht rum, setz dich nicht drauf, mach nicht das, das. Das ist jetzt bei mir eigentlich auch nicht mehr der Fall. Das sehe ich also nicht so eng. Da lasse ich schon viel zu. Und man ist relaxter, man kommt irgendwo hin, guckt sich das Umfeld an, es kommen Leute auf einen zu und man nimmt viele Einladungen an. Am Anfang war ich sehr auf Distanz, was ist das für eine, du kennst den nicht, pass auf, du hast gewisses Geld mit dir und, wer weiß, was dann sein kann, Überfälle und Diebstähle und so, also da bin ich auch nicht mehr so, ich bin da sehr, man lernt im Laufe der Jahre schon, wenn man unterwegs ist, wie man auf Leute reagieren muss, man hat schon so den Eindruck, aha, das ist eine gute Person oder eine schlechte, man merkt das schon, das ist so ein bisschen zu den Sachen. Wie ich mich letztendlich selber wirklich verändert habe, werde ich erst sehen, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin, wie meine Freunde auf mich reagieren. Und der jüngste Bruder von Sigi war ja jetzt hier für ein paar Wochen in Neuhauptstadt und er meinte, ich bin nicht mehr der ich damals gewesen bin. Ich bin viel ruhiger und relaxer. Ja, wir werden sehen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herrn Fredklein, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns ein bisschen was von Ihnen zu erzählen. Und so wie ich jetzt auch zum Schluss gehört habe, also wer Sie gerne etwas näher kennenlernen will, wer Sie vielleicht mal einladen will, der kann sich gerne bei Jimmy melden, wenn es denn Ihre Zeit erlaubt, einfach mal vorbeikommen zum Terrarä, wie man das hier so sagt. Kaffee-Runde gibt es ja hier weniger. Zum Terrarä und einfach mal ein bisschen plaudern und erzählen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, okay, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn es zu sowas kommen würde. Also ich habe schon einige Leute kennengelernt hier und es freut mich. Dankeschön. Okay, ja.